meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir müssen dem Detektiv jetzt hinterher und anscheinend ist da schon... geht schon los. Du wirst einen prima Sündenbock abgeben. Erbärmlich. Ah. Was für eine Begrüßung gerade. Mann, jetzt treffe ich wieder nicht. Jeder überlebte Kampf. Wir müssen jetzt wieder rauskommen. Wir haben den Detektiven gerade befreit. Was für eine Verschwendung. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Das war wohl der Letzte. Das war der Letzte? Das ist doch super, wenn du ihn dann schon mal umgebracht hast. So, wir nehmen wieder nicht alles mit. Der Boss sagt Hallo! Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Wahrscheinlich. Gibt einen knackigen Hintern. Na toll, jetzt hast du dich gerade versteckt. Oh. Ist weg und du auch. Na? Komm mit deinem Köpfchen nach vorne. Komm, 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 komm. Die Musik gerade auch noch. So, Kronkorken ist immer gut. Es geht, ich glaube, hier waren wir nämlich schon überall. Aber, boah, da flackt's Köpfchen. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Okay. Achso, wo müssen wir denn hin? Nick. Gehen wir weiter. Wir reden, sobald wir hier draußen sind. Ja, dann geh doch mal weiter. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Noch da brauche ich den Schlüssel. Tür. Sollte kein Problem sein. Ah, super. Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Dicke, fette Schritte? Machst du auf? Nee. Ich möchte keine dicken, fetten Schritte hören. Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Nikki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt! Wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht die Frau dann bitte hier? Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Ja, irgendwie schon blöde Kuh. Außerdem kann ich deine Stimme nicht hören. Zur Gewalt ermuntern, sie zum Gehen überreden, sarkastisch, was ist los? Was habt ihr und Nick eigentlich überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone im
Gangsterboss durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir. Du und Nick kennt euch? Dieser Unruhestifter war früher mal eine echte Nervensäge, bevor wir aus dem alten Viertel geworfen wurden. Dieses Spielchen haben wir sicher schon 100 Mal gespielt. Andere Leute haben Freunde. Wir hier in der Gegend haben gute Feinde. Hör auf Zeit zu spielen. Willst du was sagen? Dann tu es. Dala ist das Problem, mal friedlich beenden, ihn angreifen. Wollen wir mal versuchen, es friedlich zu beenden? Das ist alles ein Missverständnis, Kinny. Das weißt du. Lass uns gehen. Wir kommen nicht wieder. Ja, genau. Kapierst du es nicht? Oh. Die anderen Banden der Gegend würden das als Schwäche sehen. Und dann kommen die hier an. Tut mir leid. Zeit für einen Abschied auf die harte Tour. Na gut. Boah, Alter. Oh, Paillettenkleid. Oh! Jetzt war ich zu sehr auf Paillette. Nein. Müssen wir das jetzt alles nochmal durchquatschen? Nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Dann kann ich schon mal mich so ein bisschen... bisschen heilen vielleicht. Kleiner Valentine. Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wer ist besser weggeblieben, Mickey? Das ist nicht das alte Viertel. In diesem... Oh, es ist jetzt wahrscheinlich blöd, wenn ich das mache, gell? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Oh! Ach, schau hier, wenn ich gehe, dann ist. Dann ist, ja. Dann ist das Gespräch automatisch beendet. So, der ist tot. Ich wollte mich eigentlich jetzt nur mal umgucken, ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen noch hatte. Der Skinny Malone. Kritischer Treffer. Das war wohl der letzte. So viel zu Skinny Malone. Ob er mit so, Paillettenkleid nehmen wir mit. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Das ist super, aber ich glaube, jetzt kriegen wir aber auch ganz schön Ärger mit dem Vater, oder? Von ihr. Ich kann dir das Kleid mitbringen. Ich kann denen das Kleid mitbringen. Vielleicht wollen sie das noch haben. Ah ja, die Leiter, die kennen wir schon. Da waren wir vorher schon mal oben. Ich denke jetzt nicht, dass sich da jetzt irgendwas geändert hätte, wenn wir das Ganze nochmal durchgegangen wären, weil im Endeffekt ist es ja das letzte Mal jetzt auch zum Kampf gekommen, so oder so. Und dann ist, glaube ich, schon... Ach so. Die Piper, die hat was positiv aufgefasst vorher. Er hat sie jetzt natürlich nicht, aber egal. Was soll's. Man kann es nicht jedem recht machen.
sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ich habe Mittel und Wege. Ellie, was bist du? Deine Sekretärin, Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir verschwenden Zeit, wir treffen uns da. Ich folge dir. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Sei mein Valentine. Abgeschlossen. Wunderbar. Schauen wir mal auf die Karte. Begib dich zu Detektei Valentine. Das machen wir auch noch. Funknachricht. Wenn die Freiheit ruft. Ich glaube, das machen wir mal. Ich kann jetzt, glaube ich, auch schnell reisen. Schnell reisen. Sehr gut. Gucken wir mal, ob die jetzt schon einiges aufgebaut haben oder nicht. Wenn du in einem Bett schläfst, wird deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt. Ja, sind gerade mittendrin. Schau. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Auf jeden Fall. Glaubst du an diese Visionen, die sie hat? Hab ich früher nicht. Aber woher wusste sie von diesem Ort? Ich glaube, sie hat irgendeine Art Gabe. Die sollten wir nutzen. Ich meine, sieh dir den Ort doch mal an. Ich glaube wirklich, das könnte sein, wonach wir gesucht haben. Ich weiß nicht. Ist irgendwie seltsam, wieder hier zu sein. Was meinst du damit? Hast du hier mal gelebt, oder was? Ja. Vor dem Krieg. Bevor alles zerstört wurde. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Ich weiß es nicht. Vergiss es, vor 200 Jahren. Wir sind jetzt schon offen und sagen das. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Wie einer? Was heißt denn das? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Ist so zufällig jemand, der mit einem Baby begegnet? Scheiße. Tut mir leid. Ich bin unterwegs auf keine entführten Babys gestoßen, aber ich halte die Augen offen. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Cool. So, Piper, jetzt guck dich mal um. Hier bin ich aufgewachsen. Beziehungsweise hab hier gelebt. Hallo. Hey, Cordsworth.
Redest du nicht mit mir? Hallo? Willkommen zurück, Ma'am. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Cool. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Ma'am. Ja, natürlich. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Hey, Cotsworth. Bist du sicher, du kriegst das hin? Miss Piper, das wäre mir die größte Ehre. Piper nach... Ich glaube, die lassen wir hier, oder? Cool, dann haben wir jetzt ein Cotsworth dabei. Cotsworth, Cotsworth. Ich habe das Gefühl, dass wir endlich Fortschritte machen werden. Bis der Welle. Was? Immerhin regnet es nicht. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Du auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wo müssen wir denn hin? Schauen wir mal. Museum der Freiheit, Lexington. Polizeirevier Cambridge, da müssen wir auch noch zurück. Mann, Mann, Mann. So. Der erste Schritt. Jetzt machen wir weg. Jetzt mal gucken, wo die jetzt. Wo das ist. Ach, da hinten. Ja, dann laufen wir jetzt mal dahin. Level up. Müssen wir auch noch machen. Taschendiebstahl. Nicht automatische Pistolen. Das ist ja auch geil. Wir skillen eh mal alles irgendwann. Schauen wir mal zu der Siedlung. Wir müssen mal rüber, oder? Ich denke. Aber, nee. Nee, kann ich noch nicht reisen. Naja, ich muss da trotzdem rüber. Das haben wir schon richtig. Jetzt auch mal ein bisschen querfeldein. Ach, hier müsste eigentlich unser Hundi sein, oder?
das angefangene irgendwas, was wir da mal hingebaut haben, zum Ausprobieren. Hi. Hey, Junge. Dog Meat. Alles okay, Junge? Sollen wir tauschen? Nee, den lassen wir jetzt erstmal ein bisschen da. Keine Sorge, Dog Meat. Ich wollte nur Hallo sagen. Oh, das ist schade, der Bur. Dann schauen wir mal, ob wir der Siedlung helfen können in der nächsten Folge. Bis dann.